Per Spaziergänge. Geht am schnellsten. Komm, hoch. Wir sind bald da. 100 Meter noch. Oh, das war fast daneben. Ja, hoch. Geht doch. So, weiter geht's. Noch 63 Meter, liebe Leute. Aber wenn ich mich richtig entsinne, dann müssten wir eigentlich irgendwie mit Gelehrten da reinkommen. Weil ohne Gelehrten kommen wir, glaube ich, gar nicht erst da rein. So, 51 Meter noch. Oh, da sehen wir es auch schon. Hier drin müsste er sein. Was steht ihr hier herum? Geht. So, sehr schön. Wir gehen mit den Gelehrten da rein. Ich muss wieder nicht steuern, nichts. Der geht automatisch mit, wenn ich denen das sage. So, noch 15 Meter bis zum Attentatsziel. 10 Meter, 9, 8, 7. Wer von denen ist das denn? Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt Nein. mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Oh. Reißt euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Nein, du bringst ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid, mein Gott. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Oh doch, und wie ich was Besseres zu tun habe, ich werde dich töten, du behindertes Arschloch. So, meine Freunde, nee. So, dieses behindertes Arschloch werde ich töten, du Leute. Ich glaube, ihr habt nichts dagegen. Komm schon. Komm. Der schwere Tag ist vorüber. Ich schulde euch mein Leben. Ich stehe zu eurem Dienst. Danke. Danke für meine Befreiung. Dank euch, dass ich durfte. So, wo ist mein Ziel? Er bewegt sich. Wie habt ihr das gemacht? Zack! Da haben wir ihn. Den Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält?
Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Ja, tränkt die Feder mit dem Blut von ihm. Genau. Als Beweis seines Todes. Ja. Und auf geht's, liebe Leute. Ich werde mich jetzt hier nicht mit allen herumschlagen. So, jetzt kommt hier die spektakuläre Flucht, liebe Leute. Verdammt. Okay. Ich bin dann mal weg. Oh, und wie ich euch entkommen kann, das glaubt ihr gar nicht. Ah, ihr wollt mich also unbedingt verfolgen, ne? Tja, keine Chance, Leute. So, wir verstecken uns und dann werden wir auf zum Büro gehen. So, da hinten ist das Büro. Wie gesagt, war das die letzte Aktion heute. Dum 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 dum. Beziehungsweise jetzt erstmal. So, da sehen wir auch schon, ja, Büro des Verbindungsmanns. Runter da. Und mit ihm reden. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren... Also irgendwie scheint es um das Artefakt zu gehen. Ich verstehe nicht ganz alles. So, Attentat beendet. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Speichern. Ja, und jetzt, wo wir so schön speichern, ja, haben wir es perfekt, denn es ist gespeichert. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ja, liebe Leute, wie gesagt, ja, okay, wir legen uns mal eben hin. Ich glaube, dann wird nochmal gespeichert. Denn dann ist es vorbei für heute. Ja, meine lieben Leute. Vorbei für heute. Was zum... Jemand war hier drin. Jemand war hier drin, stell dir mal vor. Er hat dir Klamotten gebracht. Sieht aus wie ein Zugangscode.
Wie ein Zugangscode? Was? Was für ein Zugangscode? Ich verstehe nur Bahnhof. Verstehe ich nicht. Egal, wir legen uns erstmal hin. Uhr. Der nächste Morgen. Was war das denn jetzt? Ja, egal, liebe Leute. Wir machen hier Schuss, wie gesagt. Und sehen uns hier das nächste Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.